Herzlich willkommen bei Fitoria. Das ist Tag 1 unserer Challenge zum Sportler-Mindset in 30 Tagen. Ich bin Melli. Ich bin Sinan. Als erstes wollen wir mal Ziele definieren. Was wollen wir hier, was wollen wir erreichen? Wir haben ja gesagt, 30-Tage-Challenge. Das heißt, ab jetzt gibt es jeden Tag auf diesem Kanal ein Video von uns. Und was ist unser ambitioniertes Ziel? Euch zum Sportler zu machen. Jetzt haben wir uns natürlich auch überlegt, jeder ist ja anders, jeder startet woanders. Trotzdem ist unser Ziel, dass wir aus jedem einen Sportler machen. Und ich glaube, wir haben uns ein ganz gutes Konzept überlegt. Was müsst ihr mitbringen? Eigentlich, ja, sag's mal. Gar nicht mal so viel. Euch selber, ihr braucht euren Körper für die Workouts. Bequeme Klamotten, vielleicht noch eine Matte oder ein gefaltetes Handtuch für die Knie. Und das war's eigentlich schon. Den Rest bekommt ihr hier von uns. Genau. Und keine Panik, wir machen jetzt nicht jeden Tag völliges Hardcore-Drill-Sergeant-Training, sondern wir fangen ganz langsam an, steigern uns allmählich. Es gibt auch nicht jeden Tag ein Workout. Das ist gemixt zwischen Workouts, die wir gemeinsam machen und eben Themen, die wir besprechen. Viel werden wir erzählen aus unseren Erfahrungen und hoffen dann einfach, dass ihr davon profitieren könnt. Und dass der Funke so ein bisschen überspringt. Eine Frage, die sich vielleicht manche stellen, die auch wir uns gestellt haben, wieso eigentlich wir? Wieso wir beide, die euch erklären, wie man zum Sportler wird? Wir sind ja gar keine Leistungssportler. Wir sind eigentlich relativ normal, würde ich sagen. Ja. Und das Interessante ist, das sind wir seit, Mitte 30, beide jetzt, also schon über 30 Jahre, halten wir uns ziemlich exakt auf einem Level von der Fitness. Und das Interessante ist, dass es häufig nicht die spannende Geschichte, die man erzählen kann. Ja, wir sind jetzt nicht hier und sagen, oh, wir haben mal 300 Kilo gewogen und jetzt zeigen wir euch, wie es geht. Nee, wir haben uns eigentlich immer genau auf einem Level bewegt. Und das ist letztlich aber auch der Schlüssel zum Erfolg. Weil was ganz viele wollen, ist ja Konstanz und nicht die krasse Veränderung, weil die ist häufig nur temporär. Ja. Ich bin eigentlich meine Kindheit eher immer in die Schublade gesteckt worden, unsportlich. Ich bin Asthmatikerin und irgendwie bin ich immer so wie so ein rohes Ei behandelt worden und sei vorsichtig und mach das nicht und überanstreng dich nicht. Und dadurch habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann eigentlich gar nichts, weil ich auch nie die Erfahrung gemacht habe, dass ich was kann. Und eigentlich so über die Fitness und über die Kurse, die ich dann zunächst als Teilnehmerin gemacht habe und mittlerweile ja auch als Trainerin, dadurch hat sich das eigentlich so entwickelt und ich habe so richtig meine Leidenschaft entdeckt. Und das ist eigentlich auch das, was mich über die Jahre immer angetrieben hat. Also diese Lust und diese Freude an der Sache. Wie lange machst du das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Das wirkt wie so eine gestellte Frage, aber ich weiß wirklich gar nicht. Seit wann machst du eigentlich so auch im Sinne von selber Kurse geben? Seit ich selber, 2011, Mai 2011. Also schon 10 Jahre? 10 Jahre jetzt, ja. 10 Jahre kein Auf und Ab, sondern 10 Jahre sehr konstant. Und genau. So sieht es halt auch, da kommen wir ja zum Thema auch Ernährung, das werden wir auch noch hier besprechen. Auch da haben wir nicht die Knaller-Story für euch. Ich wiege seit, ich glaube, 20 Jahren nahezu eigentlich identisch. Und ja, davon könnt ihr aber, glaube ich, einfach profitieren, weil wir euch jetzt natürlich erklären werden, wie man es eben langfristig halten kann. Und der ein oder andere, der vielleicht neu auf unseren Kanal gestoßen ist, wird sich jetzt fragen, was ist Fitorial 5 überhaupt? Und wir haben uns so ein Grundgerüst an Übungen überlegt, wo wir so die Hauptmuskelgruppen einmal durchgehen und wo man auch wunderschöne Möglichkeiten hat, sich zu steigern, überhaupt auch aber erstmal zu beginnen, seinen Körper reinzuspüren, in den Übungen anzukommen. Und ich würde sagen, wir erzählen gar nicht so viel dazu, sondern wir legen einfach los, oder? Wir starten einfach und ihr macht mit, das ist ja wohl klar. Wir fangen ganz, ganz, ganz leicht und langsam und also gibt keine Ausrede, jetzt nicht mitzumachen. So. Ich hoffe, ihr habt die Sportklamotten schon an. Get ready for Fitorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Wir starten einfach ganz langsam in so eine Kniebeuge. Zehen leicht nach außen, Knie schieben nach außen und dein Po, den setzt du zurück. Und wie gesagt, du musst am Anfang gar nicht mal so tief gehen. Und das schöne langsame Tempo und die geringe Intensität, die sorgen dann dafür, dass du super auf deine Technik achten kannst. Sorg den Bauchnabel nochmal Richtung Wirbelsäule. Heb deine Brust super stolz. Three, two, one,
prepare for Push-Ups. Oh, Push-Ups kann ich aber gar nicht. Was mache ich denn dann? Es gibt immer eine Option. Setz deine Knie einfach mal unter deine Hüfte. So komplett unter die Hüfte? Komplett. Hände weit. One, go. Und dann sinken. Und du gehst immer nur bis auf die Höhe deiner Ellbogen. Lass die Brust nicht bis zum Boden sinken. Zieh dein Kinn auch noch mal ganz sanft ran. Nicht komplett zur Brust, aber so, dass du einen schönen, langen, neutralen Nacken hast. Und auch hier ist die Spannung in der Körpermitte super wichtig. Saug deinen Bauchnabel noch mal bewusst ein. Und push dich mit den Händen immer schön weg vom Boden. Three, two, one. Prepare for core back. Aha. Was mache ich, wenn ich hier gar nicht so fit bin? Komm in die Bauchlage. Wir starten einfach mal nur mit den Beinen. Three, nur mit den Beinen. Leg die Stirn entspannt ab. Go. Und dann lässt du deine Beine kicken. Wie so ein Schwimmer. Und wichtig ist jetzt, dass du deinen Po von Anfang an super fester anspannst. Schützt nämlich deinen unteren Rücken. Und die Bewegung kommt aus der Hüfte. Check mal, dass du nicht aus dem Kniegelenk kickst, sondern wirklich aus der Hüfte. Streck dafür deine Beine auch wirklich noch mal bis in die Zehenspitzen. Das ist aber schon anstrengend. Und spür die Spannung. Ja, genau darum geht es. Auch die leichten Varianten spürt man definitiv im Körper. 3, 2, 1. Prepare for plank. Plank, da denkt man immer so, Gott, Horrorübung. Da gab es auch so Challenges. Mhm. Können wir auch ganz easy machen. Machen wir jetzt 30 Stunden Plank. Ellbogen unter die Schulter, Knie unter die Hüfte. Und dann lass den, die Hüfte so ein bisschen mehr zur Matte sinken. Und auch hier Bauchnabel einsaugen. Super, super wichtig. Also einfach jetzt am Anfang noch gar nicht auf die Füße, sondern... Genau, ruhig erstmal hier langsam rantasten. Viel wichtiger ist, dass du dich wirklich so aus den Unterarmen rauspushst. Damit du schön stabil bist. Schultergürtel. Der Blick geht entspannt zu den Fäusten. Das mag der Nacken gern. Wenn das zu viel wird, kannst du ablegen zwischendurch oder die Knie noch näher ranholen. Das geht auch. Das wäre dann so. Dann geht's einmal in die Rückenlage. Also wie gesagt, heute das Workout soll wirklich jeder mitmachen. Was mache ich jetzt? Fersen nah an den Po. Mhm. Und dann entweder Ellbogen weit oder wenn das noch ein bisschen viel ist, kannst du auch einfach mit den Armen so an den Beinen vorbeigreifen. Du bleibst einfach mal dabei. Ich hier. Ich bin ja noch nicht so fit. Ich brauche ja noch die 30 Tage. Ja, das ist auch in Ordnung. Dafür sind die 30 Tage da. Wenn du hier bist, Ellbogen schön weit und Fingerspitzen wirklich an die Schläfen. Ja? Vermeide es irgendwie am Nacken zu zerren. Und du musst auch gar nicht so hoch gehen. Nimm erstmal deine Bauchdecke wahr. Und das war's schon. So schnell gehen ein paar Minuten vorbei. 5 Übungen. Also das ist absolut machbar für jeden. Und damit kann man sich einfach rantasten. Wir werden es nicht dabei belassen. Und wir gehen Stück für Stück unsere Treppe nach oben. Aber das ist erstmal ein guter Start, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, also jeder, der jetzt vielleicht... denkt, boah, das ist viel zu einfach, bleibt mal dabei. Wartet mal ab. Mach mal mit. Und jeder, der vielleicht jetzt noch der Meinung ist, oh, das war schon anstrengend, aber ich habe es geschafft, ja, auch dabei bleiben. Also im Grunde bleibt einfach nur zu sagen, bleibt einfach dabei. Und morgen gibt es dann ein neues Video, richtig? Genau. Dann bis morgen. Bis morgen.